Die Leute, die dorthin kommen, die haben die ja nicht mit dem Piratenschiff irgendwo eingefangen. So, du kommst jetzt mit nach Katar und wirst dort Zwangsarbeiter und musst dort arbeiten. Sondern diese Leute gehen freiwillig dahin. Warum gehen die dahin? Weil für sie die Lebensumstände und der Verdienst dort in Katar besser ist als in ihrem Land. Also kapiere ich nicht, was Deutschland für Probleme hat. Dann soll Deutschland doch einfach, wenn die doch die Weltpolizei sind und die Moralapostel, dann sollen sie einfach sagen, oh, ihr armen Menschen, ihr Millionen von Menschen in den, es geht ja nicht nur um Katar, in den Golfstaaten, kommt zu uns und wir geben euch Asyl. Sollen sie es machen. Aber die sind darüber am Labern, die Leute dort. Und wisst ihr, was das Coole ist? Wie sich das Bild in den Medien teilweise gedreht hat, weil so viele Tausende, Hunderttausende Besucher dahin sind und was anderes bezeugen können. Was lernen wir daraus? Wir dürfen gegen die Medien nicht aufgeben. Heutzutage, insbesondere mit Social Media, können wir unsere Botschaften weiter verbreiten. Jetzt vor kurzem, gestern, war ich bei meinem Vater, hat er den Kölner Express Tageszeitung und da hat ein Journalist, der dort vor Ort war wegen der Fußball-WM, berichtet. Und der sagt, guck mal, jetzt am Ende. Da sieht man, wie da sich vieles geändert hat. Weil du kommst mit einer Lüge nicht mehr durch, wenn zu viele Leute was anderes berichten. Wenn zu viele Bilder im Internet kursieren. Versteht ihr? Hat er gesagt, ich habe mit den Arbeitern dort geredet. Ich bin auf die Straße gegangen, war mit den Läden. Und sie schicken 80% von ihrem Verdienst in ihre Heimatländer, 60-80% von ihrem Verdienst in ihre Heimatländer, um dort ihre Familien zu versorgen. Und die sind gerne in Katar, hat er gesagt, in einer deutschen Tageszeitung. Versteht ihr? Und das ist die Realität dort. Die Leute, die dort arbeiten, gehen dort gerne hin und sind gerne dort. Aber da sieht man wieder, wie teuflisch die Medien arbeiten. Warum? Weil das ein arabisches Land ist. Ja.